Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und da es heute nicht so viele Wrestling News gibt, schiebe ich mal ein Unboxing dazwischen von der neuesten WrestleCrate UK Box. WrestleCrate ist ein monatlicher Abo-Service, der euch jeden Monat so eine Box zuschickt, in dem alle möglichen Wrestling-Goodies drin sind. Falls ihr auch Bock habt, euch diese zu bestellen, bekommt ihr mit dem Gutscheincode MartinSendMe 10% Rabatt. Das Paket hier ist aus dem Mai und wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Da haben wir zum ersten schon mal das Ding überhaupt. Ich finde das so Hammer. Und zwar gibt es ein Autogramm von Rob Van Dam. Das Ganze hier auf so einer Zeichnung, auch extra für die WrestleCrate Boxen gemacht. Und man sieht hier auch, dass diese Autogramme alle original sind. Also das ist nicht irgendwie aufgedruckt oder sonst was, sondern RVD hat hier wirklich unterschrieben. Und das ist so cool, gerade für Autogrammjäger sind diese Boxen einfach der absolute Wahnsinn. Dann haben wir hier noch ein kleines Magazin, welches sich nennt Calling Spots. Und wie man sieht, ist hier vorne auch Daniel Bryan drauf. Ist auch sehr hochwertig gemacht hier, wenn man sich das mal anguckt. Alle schönen Fotos hier in schwarz-weiß und ja, sehr geil, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und gerade auch, weil hier ziemlich interessante Artikel drin stehen, kann man das auf jeden Fall mal machen. Dann gibt es einen Einkaufsbeutel, wenn ihr so wollt, und zwar von niemand geringerem als Finn Balor. Ich persönlich muss sagen, der ist schon ziemlich geil. Auch wenn ich eher diese großen Tragetaschen habe, aber das ist schon, keine Ahnung, für Frühstück mit zur Arbeit nehmen, was weiß ich, ist das schon echt cool. Dann gibt es auch mal wieder DVDs für euch und zwar gibt es die Chikara UK Tour 2015 auf DVD. Und gerade diese WrestleCrate Boxen sind eigentlich ziemlich geil, weil man immer mal ein paar Shows sieht, zu denen man sonst eigentlich nicht kommt. Dann haben wir eine Dokumentation über das britische Wrestling, Two Falls to a Finish, 60 Years of British Wrestling. Die werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Gerade so Insider-Sachen sind ja immer sehr interessant. Auf jeden Fall sehr coole Sache hier. Hier haben wir eine Trinkflasche und zwar, ziemlich stabil sogar, und zwar von Hunters Mineral Water, ne? Ziemlich geil, hier vorne mit dem Sledgehammer drauf von Triple H. So sieht das Ganze aus, halt auch eine richtig harte Pulle hier. Die kann man aufdrehen und natürlich auch an Schlüssel hängen oder was weiß ich, wo man das dran hängt. Und kann da schön sein wunderbares Wasser draus trinken. Geht. Ich kann euch sowieso nur empfehlen, euren Wasserhaushalt mal zu kontrollieren, weil 3 Liter am Tag müssen schon drin sein. Ich versuche das jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Das ist wirklich gut. Und zu guter Letzt haben wir noch ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Fight Forever steht da drauf und hat die Silhouetten von Sami Zayn und Shinsuke Nakamura. Ich glaube, viel geiler geht es gar nicht. Ziemlich cooles Shirt. Und ja, das war's auf jeden Fall hier mit der WrestleCrate Box. Sehr geile Sachen wieder drin. Das AVD-Autogramm werde ich mir wohl auch wieder an die Wand hängen. Also kann ich euch das echt nur empfehlen. Schaut mal bei denen auf der Seite vorbei. Hier steht die URL und in der Videobeschreibung steht auch nochmal alles, was ihr wissen müsst. Ich finde es sehr cool, da jeden Monat so eine Box zu kriegen. Und das war's dann auf jeden Fall erstmal für das Video. Ich hoffe, ihr könnt verkraften, dass es heute keine WWE-News gibt. Ansonsten war's das erstmal für heute. Checkt noch meinen Sendeplan in der Infobeschreibung. Da stehen alle Infos, wann, war, wie, wo, welche Videos kommen und so. Ihr wisst Bescheid. An sich gibt's auch viele Links da unten. Also alle mal abchecken. Daumen nach oben geben, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das war's für heute. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.